Willkommen zum zweiten Teil unserer Foscam-Tutorial-Reihe. Im letzten Video haben wir die Indoor-Kamera FI9826P mit dem Netzwerk verbunden und ihr einen Benutzernamen und Passwort für den Zugriff verpasst. Per Foscam-App können wir jetzt jederzeit auf das Live-Bild zugreifen. In diesem Video möchten wir nun die Foscam mit der Synology NRS verbinden, um genau zu sein mit der Surveillance Station von Synology. Auf den NRS-Geräten von Synology läuft immer das gleiche Betriebssystem, egal ob ARM oder Intel-Chipsatz, egal ob 1-Bay, 2-, 4- oder 8-Bay oder sogar REC-System, es ist immer das DSM-Betriebssystem drauf. Der Vorteil für dich als Endkunde? Ganz klar, du bekommst auf einer 2-Bay-Desktop-NRS die gleiche Profi-Software wie der Admin im mittelständischen Unternehmen auf seinem REC-System. Und dazu zähle ich auch die Surveillance Station. Dabei handelt es sich um eine grandiose und in der Handhabung sehr, sehr einfache Videoüberwachungslösung. Aber das wirst du gleich selber sehen. Da sich die Foscam nun in unserem Netzwerk per LAN bzw. WLAN befindet, ist diese über ihre IP-Adresse per Webbrowser wie Firefox, Chrome oder Internet Explorer erreichbar. Die IP-Adresse findest du am schnellsten über die DHCP-Liste in deinem Router heraus. Trage diese einfach oben in den Browser ein, gefolgt durch einen Doppelpunkt und dann die 88 für den Port. Hier begrüßt uns ein kurzer Setup-Wizard, den wir nicht zwingend ausführen müssen. Er ermöglicht uns, der Kamera einen neuen Namen im Netzwerk zu geben, die korrekte Uhrzeit einzustellen und die WLAN-Zugangsdaten zu hinterlegen. Wer die Kamera bei der Ersteinrichtung per LAN-Kabel mit dem Router verbunden hat, da dieser kein WPS unterstützt, der kann nun die Foscam in sein WLAN bringen. Im letzten Schritt findest du die IP-Konfiguration. Es kann ganz sinnvoll sein, der Kamera eine feste IP-Adresse zu geben, da wir später die IP-Adresse in der NRS hinterlegen. Sollte sich diese durch DHCP ändern, musst du diese auch in der NRS erneuern. Eine feste IP-Adressvergabe kann dir hier viel ersparen. Im linken Menü findest du viele Einstellungsmöglichkeiten für die Foscam, darunter auch Alarmpläne und Einstellungen, wohin Aufnahmen gesichert werden sollen. Aktuell interessiert uns dies erst einmal nicht, da wir diese Einstellungen dann alle auf der Synology NRS tätigen werden. Kommen wir mal zum spannenden Teil und wechseln auf die Web-Oberfläche der Synology. Ich habe die Surveillance Station bereits installiert. Das geht auch recht fix mit einem Klick. Die App findest du im Paketzentrum deiner Synology. Wenn die App startet, öffnet sich ein eigener Tab und eine eigene Oberfläche. Um die Foscam nun zu der Surveillance Station hinzuzufügen, gehen wir zuerst auf das Icon IP-Kamera und hier rechts oben auf Hinzufügen, Kamera hinzufügen. Im Assistenten kannst du nun zum schnellen Setup wechseln. Vergebe zunächst einen individuellen Namen für die Kamera und trage im nächsten Feld die IP-Adresse der Foscam ein. Den Anschluss musst du von Port 80 auf 88 ändern, falls du die Standardeinstellungen nutzt. Den Port kann man natürlich auch im Konfigurationsmenü der Foscam ändern, ist aber nur eine Schönheitsfrage. Bei Marke und Kameramodell kannst du nun im Dropdown die Foscam und dein Modell auswählen. Dies erspart uns hier echt viel Konfigurationsaufwand, denn so lädt die Surveillance Station alle Voreinstellungen wie Streaming, Fahrt des Bildes, des Videos und die Befehle, um die Kamera später schwenken und neigen zu können. Vom Hersteller Foscam sind fast alle Modelle hier hinterlegt. Solltest du mal eine Kamera einbinden wollen, die keine Presets hat, so wähle vorne im Assistenten komplettes Setup und du musst dann hier aber die Streaming-Pfade der Kamera kennen. Nun ist unsere Kamera schon in der Synology Surveillance Station eingebunden und nimmt bereits fröhlich auf. Der rote Punkt vorne im Vorschaubild verrät es dir nämlich. Das werden wir mal eben fix ändern. Per Klick auf die Kamera kommen wir in deren Einstellungen. Links findest du die Aufnahmeeinstellungen und darunter den Zeitplan. Dieser ist aktuell komplett grau, was bedeutet, dass er fortlaufend aufnimmt. Ganz oben findest du übrigens auch eine Legende dazu. Nachdem wir dies herausgelöscht haben, endet die Aufnahme nach dem Speichern. Links in den Kameraeinstellungen können wir aus zwei Streams wählen und diese dem Live-Bild, der Aufnahme und der Mobilansicht zuweisen.
Sinnvoll hier sind ein sehr hoch aufgelöster Stream für das Live-Bild und die Aufnahme und ein geringerer aufgelöster Stream für den Blick per App auf die Kamera. Denn die Synology bietet hierfür eine eigene App an, aber dazu am Ende des Videos mehr. Gehen wir noch einmal in die Aufnahmeeinstellungen. Der Stream wird eine gewisse Zeit temporär gespeichert. So ist es möglich, eine Vor- und Nachaufzeichnungszeit zu definieren. Das heißt, wenn die Kamera bei Bewegungserkennung aufzeichnen soll, dann kann hier festgelegt werden, wie viele Sekunden des temporären Streams vor der Bewegungserkennung mitgespeichert werden soll. Im Zeitplan können wir pro Wochentag festlegen, wann fortlaufend bei Bewegungserkennung oder gar nicht aufgezeichnet werden soll. Nehmen wir mal an, du hast eine Firma und die Betriebszeiten sind von Montag bis Freitag. Morgens um 6 Uhr kommen die ersten Angestellten, die willst du nicht überwachen. Also kannst du durch die grüne Farbe das gesamte Wochenende und wochentags nachts bis 6 Uhr morgens markieren. In dieser Zeit wird das Kamerabild nur bei Bewegung und mit der eingestellten Vorlaufzeit aufgenommen. Nun kommt mittags bei dir so der DHL und der Hermes vorbei und holt direkt in den Betriebsräumen ein paar Sachen ab. Das willst du natürlich aufnehmen. Also kannst du mit der grauen Farbe markieren, dass dort fortlaufend aufgenommen werden soll. Fertig. Ist wirklich einfach, oder? Falls deine Kamera kopfüber an der Decke montiert ist, kannst du links im Menü über Optimieren das Bild auch drehen bzw. spiegeln. Du kannst aber auch einen Zeitstempel im Bild einblenden lassen und das Bild anderweitig optimieren. Gehen wir mal auf das Icon Live an sich. Ich habe die Kamera mal auf das Wichtigste in meiner Wohnung gerichtet, den Kühlschrank. Denn der enthält das Bier, welches meine Stimme bei längeren Videos für SEO ölt. Per Klick kann ich nun über die Pfeiltasten oben die Kamera rechts, links, oben und nach unten schwenken und auch zoomen. Über den Button Verwaltung könnte ich im Falle dessen, dass ich hier mehr als eine Kamera eingebunden habe, die Ansicht ändern. Die jeweiligen Kameras kannst du hier per Drag and Drop einfach in das Feld ziehen, wo diese angezeigt werden sollen. Du kannst übrigens bis zu zwei Kameras gratis hinzufügen. Ab der dritten musst du jede Kamera einmalig freischalten mit einer entsprechenden Lizenz. Diese kostet aktuell so um die 50 Euro. Jetzt wollen wir natürlich auch sehen, was da vor allem so nachts an meinem Kühlschrank passiert ist. Dafür können wir hier zum einen über das Icon Aufnahmen gehen und finden eine Liste aller gespeicherten Sequenzen. Der Dateiname setzt sich dabei aus Datum und Uhrzeit zusammen. Hier haben wir wieder die 10 Sekunden Vorlaufzeit, die ich eingestellt habe. Und nun müsste doch hier eigentlich jetzt... Oh, da! Da wird mein Bier geklaut. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir uns das Ganze chronologisch darstellen lassen. Im Zeitstreifen zeigt uns die Surveillance Station farbig an, zu welcher Zeit es Aufnahmen gibt. Vorhin bereits kurz erwähnt, gibt es all diese Funktionen auch in einer eigenen App von Synology. Auch hier kannst du live auf das Kamerabild schauen, die Kamera schwenken und du findest links im Menü die Aufnahmen, die du dir auch direkt in der App ansehen kannst. Da ist er wieder, der Bierdieb.
das war der zweite Teil unserer Foscam-Tutorial-Reihe. Wie du siehst, ist mit der Foscam und in Verbindung mit der Synology Surveillance Station schnell eine professionelle Videoüberwachung daheim oder sogar für deinen kleinen Betrieb eingerichtet. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über deinen Daumen nach oben. Wenn nicht, schreib es uns bitte unten in die Kommentare. Abonniere am besten gleich unseren Kanal, damit du auch das nächste Video nicht verpasst. Ich werde erstmal auf die Suche nach meinem Bierdieb gehen. In diesem Sinne Prost und schau doch mal wieder vorbei auf www.sio.de, deinem Smart Home Blog.